Ich meine, ab und zu versuche ich ja Bill dann auch auszutricksen und das ganze Ding, weil ich kann natürlich, wir sind 2 Monate auf Tour und ich kann natürlich eigentlich nie komplett ohne Frauen. Das heißt, ich versuche das dann immer so ein bisschen auszutricksen, so, aber das sollte man ja auch nicht sehen, dann, was da dann passiert. Aber Bill, ja? Sorry, Ray. Oh, ja. Oh, oh, oh. What does Bill usually do in the show? Is there anything really outrageous that they did for you? I think there's one thing they can, you know, they have so much energy in, you know, with that weather, actually. So I think that's really the main difference, that they're so energetic because they are used to the weather. And for us it was, you know, for us it was a little bit harder because I was like, oh my gosh, I would love to go naked on stage because it's like, we're all really wet, completely wet. On the table, in the bed, on the floor, in the shower. Watch the water running down your backside. Spank that ass, put it in. Let's go for a hell of a ride. And then she asked me, do you wanna fuck? Yes, I wanna do. I wanna put my dick in you. I wanna make you scream my name. It is a game we both play. Do you wanna fuck? Here's a question for everyone as well, beginning with George. If you were to be a celebrity for one day, who would you be and why? No, I don't want to be Tom. I would love to be... That's hard. I have to think about it, ask them. What about you? I think maybe Steven Tyler. Oh, because wow. Then I can do something together with the rest of Aerosmith. So. Wow, the question is celebrity. Yes, yeah, so I can also be a girl. Jessica Alba? Yeah. Because I can, you know, go in the shower. And look at the do things and, you know. Okay, what about you? Georg. Weil ich muss sagen, ich finde Georg jetzt schon ziemlich attraktiv. Und wenn er jetzt auch noch ein Mädchen wäre, dann würde ich nicht. Nein, wenn Mädchen du ein Mädchen wärst, Mann. Wenn ach, du ein Mädchen wärst, Mädchen wenn wär. Du halt geil findest von uns. Ist ja klar. Ach so, die Frage gemeint. Ich dachte, es ist so gemeint, dass wenn jemand ein Mädchen ist, ob ich die. Ob gibst ich du mich dann trotzdem noch? Also dann wäre okay, also jetzt überlegen alle so lange, es ist doch klar. Ihr habt es mir auch schon oft genug gesagt, dass ich trau mich nicht. Also warte nochmal, damit ich das verstehe. Wenn ich jetzt ein Mädchen bin, auf wen von uns genau. Ich stehe? Richtig bin. Ich glaube auf Gustav, der hat die meiste sexuelle Schwung macht. Nee, aber dann stimmt meine Antwort trotzdem auch ja, auf Georg. Recht. Weil, Georg ist schon eine kleine Drecksau, also. Der ist schon ein bisschen pervers. Ja. Also ich würde definitiv auf mich stehen, ist ja klar. Die anderen auch. Girl, I know that you like it. Girl, I know that you need it. Girl, I know you love it, girl. Do you wanna fuck? Yes, I wanna do. Viele wollen jetzt hier auch hergehen und schon auch Sex haben hier. Also das kann man ganz klar sagen. Auf gar keinen Fall. Würde also Organspenden kommen noch an jetzt. Also gut, Organ. Insgesamt meint man das jetzt insgesamt? Also Organspenden doch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Organ brauche und ich hätte noch über, dann würde ich auf jeden Fall spenden. Jeden Fall, also es kommt immer auf die Person drauf an. Also genau, es kommt auf die Person drauf an. Georg würde ich jetzt nicht spenden. Ja, genau. Wobei, aber eins von deinen zwei Gehirnen kannst du mir auch sagen. Ja, das stimmt. Das Einzige, was ich mir überlegt habe zu spenden, sind halt Samen. Also, dass ich einfach mal ein paar Samen spende. Also, ein paar ist gut, ne? Du hast ja mehr als viele. Genug eigentlich. Ich hab mehr als genug auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Samen gespendet, bloß die habe ich halt direkt gespendet. So geht das nicht weiter. Bei dir? Nee, bei mir auch nicht. Also, nichts Festes auf jeden Fall. Aber ich hab's vor, aber das haben wir ja schon mal erzählt, oder? Ja. Ja, ja. Aber Georg ist immer noch mit seiner Freundin zusammen. Ja. Hochzeit? Wahnsinn, ne? Verlobung? Ja, ich bin so. Die ganze Zeit schon. Also er drängt ja drauf, weil da ist es ja so, nach der Hochzeit zum ersten Mal Sex haben. Ja. One question, is it true that this is a new piercing? Perché ragazzi, you know, sono un po' un fan anche di Tokyo Hotel e non mi sembra che questo piercing ce l'avesse anche prima, o sì? Yeah, it's new. Yeah. It's a new one? Yeah. Is it painful?
È doloroso farselo? It is, Really? Definitely, and yeah. And I have also a new one there. It's really painful. Vabbè, mi sembra di capire. Running down your backside, spank that ass, put it in.